Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Witthus, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Dabei ist heute der Roland und der Laudelei. Genau, Holger Laudelei, den kennt ihr schon. Und wir haben hier ja die letzten zwei Videos gedreht, die ihr vielleicht gesehen habt. Und da haben sich der Holger und der Roland geeinigt darauf, dass wir einen Test machen. Und zwar mit dem Balkonmodul aufgeständert bei dir auf der Terrasse. Genau, das ziehen wir durch. Und jetzt seht ihr das Video, wie wir das da installieren. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, wir haben hier normalerweise den Stecker, den ziehen wir ab, ja. Rollen wir gleich auf. Hier ist ein Klappgestell dran, das lösen wir jetzt und dann haftet das hier ein. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Wie gesagt, du kriegst jetzt, Roland, du kriegst ein Modul, was natürlich schon ein bisschen abgerockt ist. Ne? Aber macht ja nichts. So, jetzt fass mal an. Geht aber. Zu zweit. Ja. Aber Knasse hinlegen. Das kann das auch ab. So fix geht das. Dann ist das der Weg zu deinem ersten Modul, was eigenen Strom erzeugt. Oha. So, komm Dennis, die letzten Meter, das schaffst du auch noch. Ich wohne ja auch am letzten du wohnst am letzten Haus, Roland? Genau. Okay, Dennis, doch nicht die letzten Meter. Die ganzen blöden Kommentare von Holger, die schneide ich sowieso alle raus. Wenn ihr im Gleichschritt laufen würdet, dann hättet ihr es auch nicht so schwer. Ihr müsst im Gleichschritt laufen. Ich sag mal an, links, 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 2, 3, 4. Links, links, links. 2, 3, 4. Merkt ihr, wie einfach das geht? Ja. Und wieder links. 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 2, 3, 4. 12 Jahre Bundeswehr. So, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Wir kommen auf meiner Terrasse. Was sehe ich? Ich sehe eine hervorragende Südlage. Leider einen kleinen Baum. Ja, gib mal her. Der könnte ein Problem werden. Meinst du? Ja, noch nicht. Kann man runterziehen, ne? Weil das ist schon klasse, aber keine großgewachsenen Bäume, hier kommt auf keinen Fall irgendein Problem auf. So, und da oben hätten wir jetzt einen Balkon. Ja, ich würde zum Ausprobieren jetzt erstmal die schöne Terrasse nehmen hier, weil das auch wahrscheinlich leichter ist, da eine Steckdose zu finden. Und der Balkon, musst du mal ausmessen, Roland, ja. Das sieht so aus, mit Chance, drei gehen auf jeden Fall nebeneinander. Wie breit ist dein Haus? 5 Meter genau. Oder? 5 Meter, ja, dann gehen genau drei nebeneinander. Ja. 1,70 musst du ungefähr rechnen, 5,10 Meter. Ja, das ist ja ziemlich leicht. Das ist ein Standardbalkon, da kommt ein normales Tragesystem rauf, Kreuzverbund, also Vertikalträger, Horizontalträger, Module werden in den Hilfsrahmen eingehängt, fertig, ja. Erledigt, dran an eine Steckdose, vergessen. Und die hängen dann quer quasi so? Die hängen so. Ja, okay. Ne? Ja. Kannst das ja auch mischen. Kannst dir da oben drei hinbauen und das Terrassending lässt hier unten stehen. So, dann lass uns das mal aufstellen und ja. Noch versuchen, hier mal ein bisschen Abendsonne einzufangen. Ja,
Lass uns mal loslegen. Hast du die Steckdose hier parat? Direkt da vorne an der Wand. Da, wo die Tische hochkant stehen quasi. Ja. Das ist unsere Außensteckdose. Ja. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Ich zieh schon mal ein Kabel. Achso, jetzt muss ich tragen, ne? Nee, ich kann das. Ich gebe dir die Kamera wieder. Ja, dann macht ihr mal. Dann macht, komm, macht mal ihr Jungs das. Nee, nicht immer den alten Laudelei machen lassen. Wir bauen das jetzt auf. Ja, ihr baut das mal auf, genau. Der Sozialwissenschaftler und der Veranstaltungstechniker. Alles gut. Hier wäre das doch. Lass mal gucken, ob das Kabel dran ist. Da kannst du Verlängerung zwischen machen. Ja, gut, okay. Das ist kein Problem. Dann stellen wir es gleich da hoch. So, jetzt müsst ihr das lösen. Das ist nämlich ein Klappgestell. Das ist ähnlich wie bei Bierzeltgarnituren. Wenn ihr viel in Bierzelten unterwegs seid, dann wüsstet ihr, ihr kennt gar keine Bierzeltgarnitur. Davon ist das nämlich abgeguckt, das System. Ja, Dennis ist nicht oft in Bierzelten. Holger, hast du das selber erfunden hier? Ja, das habe ich mir ausgedacht. Das höchste Engineering-Kunst. Ja. So, jetzt einfach schön in die Sonne. Genau. Stell mal einfach hin. Wunderbar. Roland, das müsstest du natürlich, wenn es länger dort steht, beschweren. Ne? Ja. Weil wir sind hier Windlastzone 4 und das ist dann schon kritisch. Oh, nee, das Kabel will. Das Kabel muss noch ran. Ja, Dennis muss jetzt das Kabel anschließen. Wie heißt der Stecker? Das ist ein Hirschmann-Stecker. Nein, das ist ein WLAN 3-Pol-Stecker. Speziell hauptsächlich für die Photovoltaiktechnik entwickelt worden. Weißt du, welche Steckertypen man für Markisen benutzt? Nein. Hirschmann-Stecker. Ja, gut. Der mit Markisen kenne ich mich aus. Das ist dein Job, das weiß ich. Das verkaufe ich. Hier müsste auch mal eine neue hin. Ja, da kannst du dich ja dann drum kümmern, wenn wir das Modul zum Laufen gekriegt haben. Genau. Muss ich sagen. Wenn durch die Stromersparnis so viel Geld für eine neue Markise überall. So, wir haben jetzt hier an dem... Nein, das kann doch nicht passen. Genau. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, diese Wechselrichter gibt es leider so nicht mehr. Wir sehen hier zweimal ein Output. Der linke Stecker ist die Zuführung, der rechte Stecker ist die Abführung. Dort würden wir quasi zum nächsten Modul gehen. Leider gibt es die Stecker in diese Wechselrichter in der Ausführung nicht mehr. Das müssen wir euch in einem anderen Video zeigen, wie das dann aussieht. Da wird mit sogenannten Adapterstecker gearbeitet. So. Weißt du was? Warte, das... Bisschen zurück, dann passt es. 20 cm. Zieh einfach ein Stück zurück. So, Dennis steckt das jetzt rein. Das ist drauf. Ja. So, ist drinne. Ja, jetzt haben wir natürlich eins vergessen. Wir haben keinen Powermeter mitgenommen. Roland, hast du einen Powermeter? Ja. Hast du? Ja, ziehen wir noch mal ein bisschen. So, was ich nämlich... Ich bin deiner Empfehlung gefolgt. Oh. Echt? Ja, und fahre doch just, da ich eine Fritzbox habe. Ja, das ist ja geil. Habe ich mir just... Perfekt. Du hast ja gleich das Outdoor-Ding genommen. Ja, natürlich, wir sind da draußen. Alter, das ist ja geil. Ne? Woher wusstest du das? Das ist hier nicht abgesprochen. Tja, das ist nicht abgesprochen. Ich bin morgen noch in den Mediamarkt gelaufen. Aber woher wusstest du das? Ihr habt euch vorher darüber nicht unterhalten. Nee, aber wenn man ein bisschen googelt, dann kommt man da relativ zügig drauf, ne? Und stellt fest, es gibt eine ganze Menge Messsysteme am Markt und die sind auch teilweise sehr smart mit iPhone-Anbindung und allem drum und dran. Aber die kosten dann so 300 Euro plus. Ja. So, und wenn man dann so bei diesen Zwischensteckern landet, wie wir sie ja auch da an dem Demosystem gesehen haben, dann kosten die auch so 30, 40 Euro. Das müsste ungefähr um die 40 Euro gekostet haben. Genau, und das Ding, da habe ich heute Morgen bezahlt, so 44 Euro etwa. Geil. Ne, in einem großen Geschäft. Gut, stecken wir rein. Ja. Ich liebe an den Veranstaltungstechnikern, dass sie Allrounder sind. Du kannst, wer in einer Veranstaltungstechnik arbeitet, den kannst du überall verwenden. Der funktioniert immer, der Bursche. So, den stecke ich da einfach zwischen. Den raus. Den da rein. Und den jetzt da rein? Ja, hier rum ist egal. Jetzt müssen wir einen Augenblick warten. Ich nehme mal an, du hast die Fritzbox schon auf deinem iPad drauf. Genau, das habe ich auch vorhin gemacht. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Jetzt müssen wir warten. Ob und wie und überhaupt das hier so klappt. Modul haben wir optimal platziert. Wir haben jetzt die Sonne natürlich im Westen untergehend. Das ist jetzt so. Und jetzt macht sich der Baum ein bisschen bemerkbar. Ne? Ja, da im Winter haben wir das nicht ganz so dramatisch. Die Sonne aber auch tiefer.
Dann haben wir den Nachbarbaum auch mit dabei. Also im Laufe der Jahre musst du halt zusehen, dass du den Burschen so ein bisschen beschneidest. Ne? Ich habe eine ganz klare Meinung zu Bäumen. Bäume kürzt man 5 cm über dem Boden oder 1 Meter, damit man eine Bierflasche abstellen kann. Ansonsten müssen Bäume einfach nicht sein. Also für Photovoltaik ist das tödlich. So, ich muss hier jetzt mal eingreifen. Das entspricht nicht der Meinung des YouTube-Kanals Dennis Wittus. Das ist die Privatmeinung von Holger Laudelei. Bäume sind ganz wichtig fürs Klima. Ja, weiß Holger. Ich. Wir werden ohne Bäume werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Das weiß ich alles, aber wir haben in Deutschland sowieso viel zu viel Wald. Wir haben mehr Wald als vor 500 Jahren. Da kommt es auf einen Baum nicht an. Naja, okay, lassen das hier so mal stehen. Der Holger, der haut hier mal einen raus. Das ist so, Hammer, jetzt sag mal hier was zu dem Modul. Was ist das für ein Modul? Ja, das ist ein Aleo S19 Modul mit schwarzer Folie, also als schwarzes Modul. Hat 60 Zellen, 6 Zoll Zellen. Und sie sind so verschaltet, dass das Modul eben 40 Volt an Spannung hat. Ungefähr ein Strom von 8,5 Ampere maximal. Ist das diffuslichtfähig? Natürlich, alle Aleo-Module der neueren Generation sind mittlerweile diffuslichtfähig. Wir wissen ja das Problem, was wir in Deutschland haben, Dezember, Januar, Februar, das Tal der Tränen, was ich schon tausendmal erzählt habe. Und diese Module können auch bei sehr, sehr schlechter Witterung noch ein wenig Leistung produzieren. Man darf natürlich nicht erwarten, dass das Modul auf 300 Watt geht. Ne? Die Maximalleistung kann man beim Photovoltaikmodul grundsätzlich eigentlich nur im Mai erreichen. Da haben wir schon eine einigermaßen hochstehende Sonne. Es ist aber noch sehr kalt draußen. Und dann kann es sein, wenn die Sonne plötzlich rauskommt, dass das Modul schlagartig mit der Leistung nach oben geht. Aber auch sehr schnell zurückgeht, weil Module eben den Nachteil haben, dass wenn sie warm werden, reduzieren sie die Leistung. Das nennt man Temperaturkoeffizient. Das heißt, ideal wäre begrüntes Dach mit Solar? Das wäre schon nicht schlecht, ja. Weil dann würden wir durch das Grün darunter, würden wir die Module ideal kühlen können, ne? Man muss natürlich dann auch dran denken, natürlich, dass das Grün muss natürlich auch wachsen können. Da muss auch Licht hin. Ne? Durch das Modul kommt ja kein Licht durch. Aber haben wir einmal schon gehabt, dass wir... Wächst Moos. Ja, wächst Moos. Das funktioniert auch. Ja. Ja. Nur dann haben wir die Traglast des Grün plus die Photovoltaikanlage. Dann wird es für manche Dächer schon kritisch. Aber wir werden in Zukunft sowieso nicht drum hinkommen, entweder das Dach zu begrünen oder Solar drauf zu machen. Weil die Dächer, wo Solar drauf gemacht werden, die werden in den Verordnungen der Städte in Zukunft davon ausgenommen werden, die zu begrünen. Und alle anderen Flachdächer werden wir in Zukunft begrünen müssen. Ist eine vernünftige Einstellung, weil dadurch schaffen wir natürlich die Fläche, die wir vorher bebaut haben, die schaffen wir quasi wieder als Grünfläche. Ja, das macht Sinn. Ne? So, Roland, erzähl was. Ja, also das Modul ist angekommen, definitiv. Ne? Ja, wir stehen jetzt auch schön davor, dass wir es nicht funktioniert. Wir stehen super davor, ne? Ja. Sodass es also tatsächlich gut im Schatten steht. Und es liefert trotzdem noch 32,5 Watt. Gehen wir mal ein bisschen raus. Jetzt ist dein Baum so ein bisschen da im Weg. Ja, der kleine Baum ist ein bisschen im Weg. Hm, aber das ist ja auch wurscht jetzt. Wir sind ja jetzt noch ein bisschen später am Abend. Ne? Genau. Ja, es ist jetzt 6:30. Ja. Also 18.30 Uhr. Ja. Und wir hatten ja das Modul schon mal gezeigt. Da siehst du, jetzt steigt die Leistung. Siehst du das? Der Wechselrichter regelt weiter. Wir sind schon jetzt auf 43 Watt. Für das heißt, Modul im Schatten finde ich das ziemlich beachtlich. Das ist, ja, also, ja, das ist diese enorme Diffuslichtfähigkeit von diesen Aleo-Modulen. Das haben die erst die letzten Jahre hingekriegt. Ja. Früher haben wir die älteren Module hatten immer das Problem, sobald es diffus wurde, dann brach das immer alles. Das brach nicht richtig zusammen, aber es war weniger. Ja. Ne? Ich habe einen Kunden gehabt, der hat eine 9,6 kW-Anlage bekommen. Er hat uns mir ein Foto geschickt, 9,6 kW im Mai, 10,5 kW drauf. Ist aus meiner Sicht gar nicht möglich, aber er sagt, ich habe nichts getürkt. Ja. Er kann das ja bei dem Hauskraftwerk E3DC kann er das ja genau sehen auf dem Bildschirm. Ja. 10,5 kW. Deswegen probier mal rum. Guck mal die Spitzen nach. Wir sind Ende Mai jetzt. Ja. Ne? Kannst ja mal. Guck mal, wir waren jetzt schon auf 49 Watt, also fast 50. Ja. Ich bin sehr gespannt, was das Ding morgen liefert, wenn der Winkel stimmt. Apropos Winkel, ist das denn jetzt so der Winkel? Das ist nicht der optimale Winkel. Okay. Der optimale Winkel ist 35 Grad. Für die Zuschauer auch mal ganz interessant. Wie kriege ich den optimalen Winkel raus? Das wissen wenige. Wir sind auf dem 54. Breitengrad hier bei uns. Und man muss einfach folgende Faustformel sich merken. Breitengrad minus 20 ist der optimale Winkel. Also 34 Grad, wir machen dann meistens 35. Ja? Das heißt also, ein Modul am Äquator müsste flach liegen. Ja. Oder bei 20 Grad Äquator Höhe müssten wir das Modul schon flach legen. Ja. Macht man nicht, kann der Regen nicht ablaufen. Ne? Ja, gut. So, apropos Regen, muss ich nicht abends reinbringen, das Ding, oder? Ganz ehrlich, Roland, diese Frage habe ich schon so oft gestellt gekriegt. Kann das Modul regnen? Ja, mein Gott, das muss die nächsten 30 Jahre hier draußen stehen. Ne? Also, das Modul kann regnen. Ja.
das ist wetterfest. Es gibt überhaupt kein Problem. Stehen lassen, machen lassen und gut. Ja. Gut, ich werde das jetzt auf jeden Fall mitprotokollieren in den nächsten Tagen. Und dann würde ich sagen, kommt ihr mal zu Besuch. Ja. Und wir reden mal, oder ich komme zu euch und wir reden mal über die Ergebnisse oder über das, was jetzt hier an Messwerten aufgenommen wird. Ne? Ja, dann schauen wir mal. Also ich mache mal einen Vorschlag. Der Kameramann mischt sich wieder ein, ja, damit ihr auch noch wisst, auf welchem Kanal ihr seid. Also ich darf heute hier quasi nur filmen. Ich würde vorschlagen, Roland, dass wir hier mal auf ein Bierchen auf deine Terrasse kommen. Ja. Du deinen Grill anschmeißt und wir das dann auswerten. Genau, da philosophieren wir mal ein bisschen. Das heißt, Grill und Bier und was für ein Grill drauf ist meine Aufgabe und ihr wertet aus. Oh, genau. Das ist schön. Genau. So geballte Kompetenz hier auf meiner Terrasse. Weil wir sind im Namen der Energiewende unterwegs. Verstehst du? Das habe ich heute verstanden, ja. Ja, also wir freuen uns, dass das so geklappt hat, dass du hier den Test machst. Ja. Was bringt so ein Balkonmodul wirklich, dass wir auch mal zeigen konnten, wie einfach das eigentlich ist, sich so ein Ding in den Garten zu stellen. Und jetzt hier einen Live-Test habt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und guckt auch die weiteren Folgen, die wir jetzt in dieser kleinen Serie drehen wollen. Ihr wisst jetzt, warum er Mr. Energiewende heißt, weil er das wirklich umsetzt. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren. Mein Name ist Dennis Wittus. Holger Laudelei. Roland Preuß. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Zieh den Stecker raus und steck ihn dir in die Nase. In die Alter, Nase. Du bist Veranstaltungstechniker. Du wirst doch ein bisschen Mut haben, oder? Wenn ihr im Gleichschritt laufen würdet, dann hättet ihr es auch nicht so schwer. Ihr müsst im Gleichschritt laufen. Ich sag mal an, links, 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 2, 3, 4. Links, 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 2, 3, 4. Merkt ihr, wie einfach das geht? Riechst du was? Nee, brennt noch gar nicht. Ne? Ich höre auch keine Feuerwehr. Nee, komisch. Wie lange haben wir das jetzt am Start? Das ist jetzt eine gute Viertelstunde am Start. Es brennt immer noch nichts. Ne?